Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Gabelstapler Simulator. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Wir haben im vergangenen Video unseren ersten Arbeitstag hier gestartet im Lager. Der Chef hat uns begrüßt. Wir haben die Damen mit neuem Druckerpapier versorgt und unsere ersten Ladungen an ihr Ziel gebracht, wobei Ladung 1 echt chaotisch war. Und wir schauen mal, was es nun kommt. Der Kunde hat es eilig, das heißt, hier scheint es wohl einen Auftrag auf Zeit zu geben. Transportiere Ladung von M3 an folgende Position TK3. Okay, also von R3 an TK3. Wir haben eine große Auslieferung. Transportiere die markierten Paletten zum Ladebereich 3. Wir haben es sehr eilig, der Kunde, Waren dringend benötigt. So, na dann wollen wir mal. Also jeder Auftrag wird hier, jeder Auftrag wird also quasi hier so. Also was hat er gesagt? RM3, ne? Oder? Jetzt gucken wir nochmal. Wartet mal. Muss ich das annehmen jetzt hier? Der Kunde hat es immer eilig. Es aktiviert von RM3 an TK3. So, jetzt dürfen wir auch gar nicht so sehr trödeln, schätze ich mal. So, RM war ja hier alles gewesen. Und TR3 war dann da hinten. Oder? Hier ist RM, hier ist RM1. Hier ist, also RM3 ist alles. So, welche sollen jetzt hier mit alle, oder was? Zeig mir mal bitte, welche mit müssen. So, transportiere eine Ladung von RM3 nach TR. Also, sieht für mich jetzt aus, als ob das jetzt egal ist, dass die alle hier. Ne, warte, hier ist 7. Ne, stopp. Hier, die 3 ist hier. Die 3 ist hier. Da müssen die wahrscheinlich alle 3 rüber. Also es ist schon mal gut gemacht. Und vor allem, dass man auch bei den Markierungen so sieht, dass das schon ein bisschen so abgenutzt ist. Ah, mir fällt das noch so schwer. Also wir machen es uns doch gerade schon wieder schwer. Warum man eigentlich so rumnavigiert. Man könnte ja bei den Europaletten, kannst du ja von jeder Seite reinfahren. Wir hätten einfach gerade da reinfahren können. So, Nummer 1. So, die Ware wollen wir natürlich nicht beschädigen. Und bringen das da in das Innere des LKWs. Das ist ja dann diese TK. Und das scheinen ja auch mehrere Waren zu sein. Transportiert werden müssen, denn ich glaube, da müssen wir alle transportieren, aber wir sehen jetzt hier noch keine Zeit. Wir haben jetzt auch keine Zeit gesehen, bis wann das Ganze fertig sein muss. Das sehen wir leider nicht. Transportiere eine Ladung von RM3, das ist hier, zu TK3. Das war dort. Ja, also, ich hoffe, ich mache das jetzt hier richtig. So. Ich hoffe, dass wir das jetzt so hier richtig machen. Aber TK3, das ist doch da. Das ist doch definitiv dort. Sonst wäre das ja nicht aufgegangen. So, nochmal erledigt. Ich hoffe, es ist richtig. Vor allem, dass er nur sagt, eine Ladung. Das ist schon die zweite jetzt hier gewesen. Bin auch gespannt, ob wir dann mit dem Verlauf des Spiels noch größere Lager bekommen. Es kommt sicherlich noch unser Gabler, unser Gabelstapler. Der kommt sicherlich noch ins Spiel. Das ist klar.
dass wir mit dem dann noch zu tun haben. Und, aber... Ja, müssen wir mal sehen, was dann noch alles auf uns zukommt. Ob wir noch verschiedene Lagerplätze haben und wie viele Gabelstapler wir dann tatsächlich noch haben oder ob es dann wirklich bei den beiden Fahrzeugen bleibt. Spiel ist wie gesagt jetzt für alle erhältlich auf Steam. Ich glaube Preis 29,99. Ist natürlich dann... Ja. Da gab es ja ganz viele von diesen Gabelstapler-Spielen, wo ich jetzt nochmal geschaut habe. Da gab es ja in den vergangenen Jahren immer wieder so Spiele, wo ihr eben genauso was machen könnt. Sei es Arcade, sei es aber auch so ein bisschen mehr auf Simulationsgrad. Da gab es ja einiges. Das war selber verrissen jetzt hier. So, und das ist die Frage. Rechnest du ab? Ja, es war richtig. Alle Ladungen mussten dort rein. Wir haben $60 verdient. Das war nicht so gut, aber vielleicht ist es nicht unbedingt deine Schuld. Das Arbeitsaufkommen ist sehr hoch geworden und es ist an der Zeit, die Struktur zu verbessern. Wir werden einen Gabelstapler kaufen, der uns sicher helfen wird, das hohe Arbeitsaufkommen zu meistern. Das heißt, jetzt kommt schon der Gabelstapler ins Spiel. Das war nicht so gut. Also, hat er uns eine Zeit genannt? Nee, ne? So, jetzt war das Ganze auf jeden Fall gespeichert. Läuft deutlich besser an. Also im ersten Versuch. So, neue Ausrüstung. Das ist die nächste Mission. Transportiere eine Ladung von RM6 zu STIA1. Da müssen wir gucken. Das ist nämlich jetzt hier. So, was für ein wunderschöner Tag. Sieh ihn dir an, was wir angeschafft haben. Diese Schönheit kommt mehr in die... Kann mehr als eine Tonne transportieren, wenn ich mich nicht irre. Aber du weißt ja, wie man es bedient. Richtig, haben wir an der Fahrschule gelernt. Da ist er, unser Gabelstapler. So, die Frage, wie viele Missionen ist. Jetzt haben wir schon ein neues Fahrzeug. Und ja, da gucken wir uns das Ganze doch mal an. Wir haben das ja auch gelernt. So, die Ladung STIA1. Da müssen wir jetzt nochmal genau gucken. Wo. Also, von RM6. RM ist jetzt hier. Natürlich mit diesen mit Fahrzeugen im geschlossenen. So, wartet mal. RE4. Das ist jetzt hier die rote Kiste, ist das, okay? Das ist, glaube ich, hier die rote Kiste, ne? RM6. Oder? Ich hoffe, das ist diese blaue Kiste. Wartet mal, da muss ich jetzt aber erstmal mein Fahrzeug nochmal anpassen. Das ist nämlich, glaube ich, hier, ne? Wo direkt die blaue Kiste draufsteht. Sehr interessanter erster Arbeitstag. Ganz schnell vom Elektrohubwagen. Achso, Moment. So. Was ist denn jetzt los? Warte mal, das ging doch mit Shift. Ach so, das war links und rechts, okay. Mit Shift hoch und runter, ne? So, denn man sollte ja immer möglichst niedrig transportieren. Und diese STI... STI... Ne, ST1 müsste das dann logischerweise sein. STI, das gibt's ja hier gar nicht. So, ST3... Wartet mal, da drüben ist ST2, das heißt, da hinten muss das irgendwo hin. Oh nein, wir haben die Kiste verloren! Ach du Grüne! Nein, die ist runtergefallen. F. Eieieiei, aber die war da. Hätten wir die noch festmachen müssen? Okay. Eieieiei, wir kriegen dafür eine Steam-Errungenschaft. So. Obwohl ich es ja schräg hatte, so wie es ja sein soll.
Mann, jetzt hat er sich dort wieder reingehangen. Was ist denn das für ein Käse hier manchmal? Oh, jetzt mach dich rein. So, manchmal mit dem Ausrichten ist manchmal echt ein bisschen tricky. Also ich finde es ein bisschen tricky, weil ich da solche Spiele aber auch nicht so gewohnt bin zu spielen. Das wisst ihr ja. Das ist immer noch, weil die immer noch schief ist, glaube ich, ne? Ah, jetzt nimmt doch einfach das Ding auf. Das ist doch ganz unten. Was ist denn? Was willst du denn jetzt hier noch? Oh, wieso nimmt der denn die Kiste jetzt nicht? Ah, ja, Leute, ihr seht, Tastenkombination habe ich noch nicht so drauf. So kannst du die Kiste jetzt nicht nehmen. Ach ja, weil ich immer die falsche hier drücke. Naja, endlich. So, jetzt aber. So, ST1. Wo ist denn jetzt hier die Buchstaben? A und B, wo sind die denn jetzt hier? Wo sehe ich die eigentlich? Ich denke mal, dass es da oben hin muss, ne? Also, ich schaue nochmal hier hin. ST1, A1. Das müsste eigentlich das da oben sein, oder? Einfach ganz einfach auch eine Schlussfolgerung, weil ja die anderen belegt sind. So. So. Mal nebenbei noch ein paar Screenshots. Dann haben wir das geschafft jetzt, richtig? Nein, er wertet es nicht. Er wertet es nicht. Wartet mal, er wertet es einfach nicht. Transportiere eine Ladung von R6 zu STI und zu ST1A1. So, ST. Gut. Oder wäre das unten gewesen? Steht das hier irgendwo dran an den Pfählen? Wir steigen mal aus. Steht das hier irgendwo dran? Naja, also ich sehe es zumindest nicht. Unten ist natürlich auch was frei. Also es ist auf jeden Fall das richtige Regal. Es kann natürlich sein, dass aber das A... Aber A1, das... Ja, unten oben, ich habe keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall hat das nicht gewertet. So. So, was würde das bedeuten? Vielleicht doch nach unten, aber die stehen alle oben hier, die. Das müsste unten doch dann A0 demzufolge sein. Oh ne, wir haben RM8 genommen. Wir haben RM8 genommen und das ist der Fehler gewesen. Wir haben was von RM8 genommen. Deswegen kann er das nicht. Wartet, da müssen wir vom Kontrollpunkt nochmal neu starten. Dann müsste ich ja sonst die alte Kiste da erstmal wieder wegräumen. Also, so ganz meins, ja, weiß ich nicht, also.
Auftrag haben wir bekommen. So, genau. Bestätigen. Super. Und dann das same procedure. So, wir haben einfach außen. Also muss, ihr seht, ihr müsst da ganz schön aufpassen. Ne? Also wir müssen nämlich da von RM6 und wir haben was von RM8 genommen und deswegen hat er das natürlich zu Recht nicht gewertet. So, RM6 ist hier die rote Kiste, da wo man wieder am schwierigsten hinkommt. Da müsste ich ja den anderen Kram da ist wieder weg, weil da habe ich gerade keine Lust zu. Okay, so geht's. Man kann den schon so richtig sehen, sich justieren, wenn man das will. Aber das, da kommst du doch gar nicht ran an die Kiste. Da müsst ihr erst den anderen Kram jetzt hier wieder wegräumen. Ja, also mich würde man wahrscheinlich nicht als Lagerist einstellen. Das ist ganz klar. Oh, jetzt sieht die Karre hier beiseite, Mensch. So. Aber wir kommen an unsere Kiste ran. Raus ist kein Problem. So, da machen wir uns da mal auf dem Weg nochmal zum A1. Ich hoffe, dass das so ist. Also ich weiß nicht, gibt es sonst irgendwo einen Lageplan, den ich bloß noch nicht entdeckt habe. Und die fliegt uns wieder an der Kurve runter. Oh, nee, Leute. Ey, ich hör gleich auf mit dem Spiel. Ist ein bisschen was für Leute, die gern solche Sachen machen. Ich glaube, ich gehöre da nicht ganz so dazu. Ich merke es ja selber gerade. Lang, wie, ach ja, jetzt hat er die natürlich falsch aufgestellt. Also das, ja, also als Arbeiter ist es wirklich ein Dulli. Natürlich so aufgestellt, dass wir wieder extra rumrangieren müssen. Das war doch vorhin noch schon wieder mit den Gabeln hier so da reinzukommen. Oder sind die immer noch zu? Ja, die sind zwar noch zu sehr angewinkelt. Leute, ja, Leute, es tut mir leid mit dem Gestöhn und alles. Seid ihr von meinen Let's Plays normalerweise nicht so gewöhnt, aber es ist gerade mehr. Also, ich will nicht sagen, dass das jetzt schlecht ist, aber ist halt gerade für mich jetzt mehr Frust, weil ich, wie gesagt, so ist so eine Geschicklichkeitsdinger, das könnte man fast schon eher als Geschicklichkeitsspiel. Könnte man das fast schon sehen. Oh, jetzt nimm endlich die Kiste auf. So. Oh, jetzt nimmt das Ding endlich hin. Meine Güte. So. Ja, ist das Ding, der kriegt die Kiste nicht mehr angehoben. So, wie derselbe Zirkus, den wir vorhin hatten. Jetzt müsste es doch gehen, oder? Okay, Leute, wir machen Folgendes. Irgendwie frustriert es mich ja gerade ziemlich. Probieren das so nochmal. Nein. Ja. Okay. Naja, der erste Arbeitstag ist auch gleich um. Ich glaube, wir haben mehr Schaden verursacht als andere Dinge. So, eigentlich soll man so ja nicht fahren. Das hatten wir ja gelernt, aber im Augenblick hier diese engen Wege. Da können wir gleich auch unseren Chef beschweren, ja. Ja, mal gucken, ob es uns runterfällt. Der wertet wieder nicht. Hätte die ganz einfach nur runtergesollt? Ich weiß es nicht. Der wertet es auf jeden Fall wieder nicht.
Gut, Leute. Also, was stellen wir fest? So kurz vor Feierabend. Ich glaube, das wird wieder nichts hier mit der neuen Ausrüstung. Und wir schließen das ganz einfach. Die ist doch da drin, ihr seht's doch. Die ist doch in einem dieser... Ach so, wir haben, weil wir die ein bisschen daneben getan haben, aber das kann ja eigentlich auch nicht so der Grund sein. Oh, weil die einen Ticken daneben liegt. Deswegen wird das nicht gewertet. Gabel einfach ein bisschen. Das ist, glaube ich, nichts für mich mit dieser gänzlichen Rangiererei. Das ist... Ich glaube, Leute, das ist nichts für mich. Da habe ich, glaube ich, nicht die Skills dafür. Für dieses Spiel. Zählt immer noch nicht? Muss die wirklich exakt dort reingelotst werden? Bitte, bitte nicht. Nee, Leute, also, sie ist drin, zumindest im richtigen Fach. Okay, es ist, ich würde mal sagen, dass wir mit dem Chef nochmal reden werden. Es ist jetzt kurz vor Feierabend. Ich glaube, der liebe Chef wird uns wohl zustimmen, dass aus uns wohl kein Lagerist werden wird. Wir machen den Tag, beenden den Tag und fangen... Noch einmal, wir haben immerhin 120 Credits verdient, zeitweise waren es Dollar. Hier gibt es sogar eine Firma, hier gibt es nochmal Trainingscenter, wo wir nochmal ein bisschen üben können. Okay, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, also unser erster Arbeitstag hier im Spiel. Ein sehr chaotischer Tag, ein alles in allem verständnisvoller Chef. Aber ich glaube, wir als Lagerist sollten nochmal ernsthaft über unsere berufliche Zukunft in diesem Berufszweig nochmal wirklich gründlich drüber nachdenken, ob das so das Richtige ist. Okay, ich sag's mal so, wenn ihr noch mehr von diesem kleinen Spiel sehen wollt, dann schreibt's mir bitte in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, da werde ich doch nochmal ein bisschen hier im Trainingscenter nochmal so ein bisschen üben, dass wir nochmal ein bisschen an den Fertigkeiten schrauben können. Ansonsten würde ich sagen, an und für sich eine schöne, interessante Spielidee. Und auch wenn meine Skills für dieses Spiel aktuell nicht ausreichen, ich finde es trotzdem gut erklärt, was man machen muss. Alles Wichtige ist erklärt. Und das Ganze braucht einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl. Zumindest, wenn ihr das Ganze mit der Tastatur spielt. Wenn ihr das mal mit dem Gamepad oder so probiert habt, ob es da besser geht, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, ja, ist mittlerweile für euch alle erhältlich der Gabelstapler Simulator, auch bekannt als Forklift, auf Steam. Preis, wenn ich mich jetzt nicht irre, 29,99. Und ja, ist eure Entscheidung. Also ich muss sagen, für diejenigen, die sowas mögen, Lagerarbeiten, hin und her transportieren, so ein bisschen Friemelarbeit. Ihr habt ja gesehen, man muss sich hier in die engen Ecken reinquetschen. Das braucht ein bisschen Übung, das braucht ein Händchen. An und für sich für all diejenigen, die solche Spiele mögen. Fahrphysik ist auf jeden Fall für mich nachvollziehbar. Ich finde es gut, dass man sich außerhalb der Fahrzeuge bewegen kann. Ich finde es so gut, dass man diese beiden Ansichten hat, sowohl Ego als auch Third Person. Also viele sehr interessante
Elemente, die hier drin sind. Und ja, wie gesagt, also für diejenigen, die sowas gerne spielen, kann ich dieses Spiel empfehlen. Ich hatte jetzt hier keine Abstürze oder sowas gehabt. Ansonsten danke ich euch bis hierhin fürs Zuschauen und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Bis dahin war es das erstmal mit dem Gabelstapler-Simulator. Euer Felix, der Weise.